Nie wieder Staub. Es wäre so schön. Natürlich ist der Titel des Videos ein klein wenig übertrieben, ich gestehe. Allerdings geht es in diesem Video darum, dass, ja, wie reduziert man in einer Wohnung Staub? Wie du weißt, leben wir in einer Staubwohnung und wenn du es noch nicht gewusst hast, dann weißt du es jetzt. Denn das zeigen meine 50.000 oder eine Pulsmotivation, die es auf diesem, ja, Kanal eigentlich so gibt. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe ein paar Tipps für dich, die mir geholfen haben, das Staublevel hier drin, um einiges zu minimieren und zu reduzieren. Und ich hoffe natürlich, es sind auch ein paar Tipps für dich dabei. Nummer 1. Höhere Luftfeuchtigkeit. Ja, das klappt jetzt im Sommer gerade oder im Frühjahr auf dem Weg zum Sommer immer ganz, ganz gut. Das ist die höhere Luftfeuchtigkeit. In den Wintermonaten gehen wir hier fast ein Vorstaub und das liegt einfach wirklich an der furztrockenen Heizungsluft. Deswegen ist es total praktisch und das ist auch schon gleich mein Tipp Nummer 2. Raumbefeuchter, Luftbefeuchter, Diffuser und Zimmerpflanzen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich an Zimmerpflanzen gerade so ein bisschen durchgedreht bin, wie man sehen kann. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, seitdem meine Diffuser regelmäßig laufen, seitdem ich hier mehr Grünpflanzen habe, die auch unter anderem die Raumluft reinigen können, dann habe ich einfach festgestellt, ich habe weitaus weniger Staub in der Wohnung. Denn eine höhere Luftfeuchtigkeit hindert die Staubpartikel daran, sich quer durch deine ganze Wohnung zu bewegen und sie fallen effektiv schneller, da wo sie reingekommen sind, auf den Boden, sprich Anziehungskraft etc. bedeutet, ich habe weitaus weniger Staub in meinem Hausflur, ich habe weitaus weniger Staub in unserem Wohnungsflur und ich habe auch wirklich nur noch den größten Teil an Staub direkt an den Fenstern und Türen, was mich auch schon zum nächsten Punkt bringt, nämlich, dass es sich ganz einfach, ja, bei dem Staub darum handelt, wo er denn eigentlich herkommt. Der Staub entsteht meistens dadurch, dass Fenster nicht komplett richtig dicht sind, so wie Türen oder aber auch wirklich man die Fenster gekippt hat. Das haben wir ja 24/7, sobald das Wetter es zulässt und es nicht mehr so kalt ist, dass man wegfriert, da haben wir wirklich die Fenster permanent auf Kipp. Unsere Haustür zum Beispiel schließt leider nicht komplett luftdicht ab. Wir haben auch hier Echtholztüren in unserer Wohnung, bedeutet, je nach Kälte, je nach Wärme, dehnen sich aus, ziehen sich zusammen und somit kann der Staub einmal mehr quer durch die ganze Wohnung rutschen. Der Punkt ist einfach, wenn man weiß, dass es an den Fenstern liegt, ist natürlich eine höhere Luftfeuchtigkeit der Vorteil, dass wenn Staub zur Tür oder zu den Fenstern reinkommt und dann auf eine höhere Luftfeuchtigkeit trifft, wie schon bereits erwähnt, dann gleich direkt zu Boden rieselt. Tipp Nummer 3 sind einfach auch schon Staubfänger vermeiden. Die einzigsten Staubfänger, die ich in meiner Wohnung mittlerweile habe, sind Pflanzen, was ja dafür schon oder dazu schon beiträgt, dass die Pflanzen ja die Luftfeuchtigkeit in einer Wohnung einfach besser erhöhen. Heißt, ich muss meine Pflanzen zwar auch regelmäßig abstauben, allerdings reicht das meistens in einem Abstand von 3 Wochen. Staubwischen ist natürlich auch nach wie vor ein Thema, aber ich muss nicht mehr jeden Tag staubwischen, wie es früher mal der Fall war, sondern ich habe wirklich jetzt den Vorteil, dass ich sagen kann, okay, 3 bis 4 Tage, an ganz guten Tagen reicht es auch nur einmal in der Woche. Drum sind die Putzmotivationen wahrscheinlich gerade ein bisschen rar gesät auf diesem Kanal. Aber mir geht es einfach darum, Staubfänger vermeiden. Das heißt, ich habe keine große Deko mehr, die ich irgendwo abstauben muss. Ich habe nicht mehr so viel visuelle Unordnung, die durch so viele Staubfänger einfach entsteht. Ich bin sehr schnell fertig, was das Putzen angeht, was das Staubwischen angeht. Und das bringt mich auch schon zum Staub Nummer 4, ja, zum Tipp Nummer 4. Den Staub richtig entfernen. Auch ich besitze einen Staubwedel, den ich wirklich sehr mag. Denn dieser Staubwedel ist einfach dazu da, dass er den Staub aufnimmt und festhält und ich ihn dann praktisch vor der Haustür entsorgen kann. Das heißt, ausklopfen kann, auswaschen kann und das ist schon mal ein großer Vorteil. Wenn du keinen Staubwedel hast, dann geht natürlich die Methode mit einem feuchten Lappen nach wie vor und genauso gut. Und ich gestehe, gerade in Wintermonaten ist mir ein feuchter Lappen einfach um vieles, vieles lieber, denn da kann ich nicht mal eben kurz alle Fenster aufreißen und durchstauben mit meinem Staubwedel, was ja dann durch den Durchzug Folgendes bewirkt, dass der Staub zum nächstbesten Fenster durch den Durchzug rausgeblasen wird und ich ihn schneller los bin. Im Winter ist es dann tatsächlich so, dass es eben, sobald es kalt, nass und ungemütlich wird, ich eben die Fenster nicht mehr komplett einmal aufreißen kann. Natürlich, das normale Lüften wird nach wie vor gemacht,
Aber da ist mir einfach der feuchte Lappen um so vieles wohler, denn damit nehme ich wirklich den Staub effektiv auf, verteile ihn nicht im ganzen Raum und es ist auch wichtig, von oben nach unten zu putzen. Schwierige Bereiche entstauben ist auch schon der effektive Punkt Nummer 5, den ich für dich habe. Und davon haben auch wir in unserer Wohnung einige, wie du weißt, Heizkörper. Du hast mit Sicherheit auch welche, die ganz, ganz viele tolle Lüftungsschlitze haben, wo sich Unmengen an Staub sammeln kann. Und auch wir haben unseren Trockner auf der Waschmaschine stehen und auch hier ist ein feiner, ja, Zwischenbereich, wo Staub sich super reinsetzen kann und sich dann auf wundersame Weise einmal quer durch die ganze Wohnung verteilt und dann als Wollmaus unter dem Sofa sichtbar wird. Wie er das macht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt so. Und gerade um solche schwierigen Bereiche zu entstauben, da habe ich mir dann zum Beispiel, was die Heizkörper angeht oder eben auch diese kleinen, fiesen, gemeinen Zwischenräume, einfach einen Heizungsreiniger geholt. Das ist ein ganz langes, lustiges Teil. Ich verlinke es dir, wo ich es vorstelle, hier oben direkt im i unter der Kategorie Haushaltshelden. Schaffe dir Utensilien an, die dir das wirklich erleichtern, den Staub zu fassen, den Staub zu entsorgen und natürlich auch um schwierige Bereiche super easy einfach sauber zu kriegen, denn keiner und auch ich nicht möchte 5 Stunden lang in einem Heizkörper vor sich hinschrubben, nur um den Staub rauszukriegen. Da gibt es eben, wie gesagt, super tolle Helfer, die ich dir unter anderem hier oben direkt im i in der Kategorie Haushaltshelden vorstelle und die ich dir wirklich persönlich sehr ans Herz legen möchte, weil ich sie hier auf meinem Kanal wirklich rauf und runter verwende. Last but not least geht es natürlich auch um die Teppiche, um die Gardinen, um den Staubfänger-Sofa und ums Bett und um alle anderen Bereiche aus Stoff, die man nun mal in einer Wohnung so hat. Auch ich habe ein paar Zierkissen und wir haben natürlich keine Vorhänge mehr. Die habe ich bereits entsorgt in meinem Minimalismus-Wahn und habe sie durch ganz normale Faltrollos ersetzt. Denn ich habe festgestellt, diese Faltrollos sind unter anderem echt praktisch, weil sie den Staub nicht so extrem bündeln und festhalten. Und auch ich kann diese super locker einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, zehnmal im Jahr in die Waschmaschine schmeißen und dann dort ganz einfach den Staub so entfernen. Das Tolle an einem Staubwedel ist, dass du damit auch solche Raffrollos einfach sauber machen kannst, was bei Gardinen dann schon wieder schwieriger ist. Also alle Dinge, die aus Stoff sind. Sofa regelmäßig absaugen, Teppich regelmäßig absaugen, denn auch da drin sammelt sich Staub. Und wenn du drüber läufst, macht das einmal und verteilt sich in der ganzen Wohnung. Ich habe insgesamt 2 Teppiche in unserer Wohnung, die ich jederzeit in die Waschmaschine schmeißen kann. Hat natürlich bei einem kleinen Kind auch einfach den Vorteil, dass man Flecken schnell rauskriegt. Aber unser Bett wird regelmäßig gereinigt, unser Sofa wird regelmäßig gereinigt und auch wirklich gründlich Tiefen abgesaugt, mit Natron und so weiter behandelt. Wenn du dazu ein Video haben möchtest, beziehungsweise ein Video suchst, dann habe ich auch schon hier oben eins für dich direkt in der Infobox verlinkt. Das heißt unter anderem hygienisch schlafen und selbiges kann man natürlich auch auf dem Sofa einfach praktizieren, um das Sofa tiefen zu reinigen und um hier den Staub einfach aus den Fasern rauszuholen und das Ganze frisch und sauber zu machen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du jetzt noch einen Tipp hast, wo du sagst, liebe Alena, dieser Tipp ist bei mir zu Hause Gold wert, um das Staublevel auf ein Minimum zu reduzieren, dann lass sie mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Und falls ich dir sympathisch bin oder dir das Thema heute sehr gut gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich hier bei mir zu Hause öfter begrüßen könnte und du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.
Thank you.